Ja, man hört gerade, wie das Funkmikro angebracht wird. Das ist im Nebenraum. Es wird in circa 5 Minuten losgehen. Wir warten noch, bis ein paar Leute, das liegt daran, weil gerade das Funkmikro angebracht wird. Keine Sorge, es hört gleich auf. Das passiert im Nebenraum, man kann es nicht sehen. Wir werden in ungefähr 5 Minuten starten. Einige besorgen sich gerade noch ein Getränk und dann wird es auch schon losgehen. Vielleicht sogar früher. Es hängt so ein bisschen davon ab, wann die Referenten kommen. Eins. Bitte? An den Batterien. Das sind Funkmikros und die Batterien waren leer. Ich klopfe an die Tür, wenn es losgeht. Ton ist in Ordnung? Prima. Was ist denn hier los? Was mit Trainer? Ach so, soll ich auch gucken? Machst du es halt? Soll ich anfangen? Fang einfach an, ja. Okay. Schön, dass wieder so viele gekommen sind. Wir treffen uns heute zu einem ja, eher traurigen Vortragsthema, nämlich welche Bedeutung hat eigentlich Datenschutz noch in einem Zeitalter, wo jemand wie ein Geheimdienst hergeht und sich eigentlich aus sämtlichen Gesetzen scheinbar überhaupt nichts zu machen, überhaupt nichts macht und einfach drauf los überwacht, egal was wir davon halten. Ich selbst bin immer ratloser geworden, ob der Dinge, die passiert sind. Nicht zuletzt scheint es den Organisationen und den Staaten genauso zu gehen. Anders ist nicht zu erklären, dass sie massenhaft Menschenrechte verletzen und massenhaft Pressefreiheit unterdrücken, wo es nur irgendwie geht, und desinformieren, dass es zum Himmel stinkt. Und in all dieser ganzen Gemengelage ist es unglaublich faszinierend, wie ruhig die Bevölkerung dabei bleibt. Für das alles braucht es irgendwie Leute, die es erklären, und wir brauchen vor allen Dingen mal Leute, die jetzt sagen, die jetzt irgendwie schon seit ein paar Jahren sich mit dem Thema umtreiben, was man jetzt tun kann und wie man sich jetzt vor allen Dingen verhalten sollte. Dazu darf ich begrüßen Renat Hangens und Padelun von Digital Courage, Verein, der sich für Datenschutz und Bürgerrechte einsetzt. Einmal einen herzlichen Applaus für die beiden. Und ich bin gespannt auf eure Worte, die wir ins Internet senden werden. Und ich freue mich sehr, dass ihr beide da seid. Rena, ich übergebe jetzt einfach mein Mikro an dich und überlasse euch die Bühne. Bitte schön. Ja. Vielleicht einmal vorab gerade herzlichen Dank, lieber Guido Brombach vom DGB Bildungswerk hier in Hattingen, für diese wunderbare Einführung. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer am Stream. Das sollte man vielleicht einmal dazu sagen, damit Leute, die den Stream gucken, auch wissen, wo wir eigentlich gerade sind. Ich ziehe mich jetzt auch gleich wieder zurück. Wir wechseln uns nämlich ab und ich überlasse den ersten Teil jetzt Padelun. Gut, Mikro darfst du mitnehmen. Ich habe hier eins dran kleben. Danke, dass ihr alle gekommen seid, um die erste drängende Frage zu beantworten. Was bedeutet eigentlich dieser komische Bildschirm hinter mir? Warum steht da drauf, warum wedelt ein Hund mit seinem Schwanz? Ihr habt heute vielleicht kurz Zeit gehabt, in eine Zeitung zu gucken. Titelbild ist: Die USA ziehen in den Krieg gegen Syrien. Also läuft die ganze Zeit schon was. Also es ist sozusagen eine Vorratskriegshaltung, die die da gemacht haben. Aber jetzt kommt es in die Titelzeilen. Warum? Man möchte einen anderen Skandal damit abdecken, nämlich NSA, Prism, Tempora,
Also den großen Geheimdienstskandal. Man möchte den aus den Titelzeilen herausbekommen. Man möchte das runterkochen. Weil selbst in Deutschland hat man gemerkt, dass es nicht reicht, wenn Herr Pofalla sagt, ich habe schriftlich, die halten sich an Gesetze und damit ist das Thema erledigt. Ich glaube, da dürften wir uns wahrscheinlich einig sein, dass das nicht ausreicht. Es gibt... Ah ja, okay. Ja, ich weiß nicht genau, wo diese Kamera dahin geht, aber wichtig ist es zu hören und nicht unbedingt mich zu sehen. Es gibt aus lang vergangener Zeit, ich habe jetzt gar nicht geguckt, aus welchem Jahr das ist, steht da drauf, vielleicht magst du einmal drauf gucken und mir zurufen. 1997. Aus 1997, ein Film, der heißt Wag the Dog, deutscher Untertitel dabei, wenn der Hund mit dem Schwanz wedelt. Das ist das erste Bild aus diesem Film. Und ich werde heute eine Urheberrechtsverletzung begehen. Ich werde am Anschluss an diesem Vortrag, das wird dann aber nicht mehr gestreamt natürlich, anbieten, dass wir im privaten Kreise, also hier, wer mag, diesen Film noch gucken können. Es geht dabei um eine Geschichte, da geht es um einen amerikanischen Präsidenten, der hat eine Affäre mit seiner Praktikantin. Und um das zu vertuschen, es ist nämlich kurz vor der Wahl, überlegen Sie sich, was können wir jetzt machen, und dann zetteln Sie einen Krieg an in Afghanistan, irgendein Land, was kein Ami kennt. So, klingt ganz prima, ihr alle kennt die Lewinsky- und Clinton-Affäre und denkt, naja, da hat sich jemand, ein Filmer, halt daraus einen Film gemacht. Nein, nein, dieser Film ist entstanden vor der Clinton- und Lewinsky-Affäre. Ganz spannend, also dieser Film ist quasi das Drehbuch zu dem, was die Amis dann mit dem Afghanistan-Krieg probiert haben, nämlich in ihrem, das Thema, dass der Präsident mit seiner Praktikantin ein Verhältnis hatte, aus den Medien zu kriegen. Wir erleben gerade genau dasselbe. Ja, also genau dasselbe, und es steht in diesem Film genau drin, und ich finde es spannend, den daraufhin einmal anzugucken, um zumindest zu hinterfragen, wie ist eigentlich die wirkliche Geschichte? Warum kommt jetzt durch die Medien die Nachricht, wir müssen jetzt in Syrien einziehen? Hätten sie vielleicht sowieso gemacht, aber warum wird das so aufgebaut? Ich finde es ganz spannend zum Hinterfragen, wie sieht eigentlich die Wirklichkeit aus? Ist es vielleicht doch so, dass nicht so es ist, wie es scheint? Und damit wir uns auch ein bisschen ins Thema begeben, also wir haben das natürlich nicht geplant, unseren Vortrag als Vorfilm für den eigentlichen Film, die Idee mit dem Film ist mir erst vorhin gekommen, das mit einzubinden. Wir haben euch einen kleinen Vortrag vorbereitet, weil auch wir erstaunt sind, dass die Bevölkerung in Deutschland zumindest sehr ruhig ist. Keiner geht so richtig mit Wut ran, ich glaube, dass viele noch gar nicht begriffen haben, was da eigentlich gerade passiert, was da los ist, warum das wirklich so ein Skandal ist. Zumal dann Fachleute wie Rena und ich dann sagen, ja, die Geschichte, die ist uns klar, das kennen wir. Das hieß früher Echelon, davor hieß es noch anders. Ja, also wir sind seit wie vielen Jahren haben wir mit Geheimdiensten, also durch Überwachung zu tun, weil wir eben Chaos Computer Club mit aufgebaut haben und ähnliche Geschichten. Ja, für uns ist das nicht wirklich was Neues. Was das Neue ist, ist einmal das, was früher, wo alle immer, wenn wir drüber geredet haben, gesagt haben, ihr erzählt doch da nur Verschwörungstheorien, sind jetzt gesicherte Erkenntnisse. Also weitgehend gesichert. Man kann immer noch dran zweifeln aus wissenschaftlicher Sicht, was ist da wirklich. Aber wir wissen, es sind gigantische Rechenzentren, die USA aufbauen. Sie haben gigantische Festplattenkapazitäten, um Sachen zu speichern. Sie speichern mehr mit, als wir es uns vorher vorgestellt haben. Wer bei uns in einem Datenschutzseminar schon war in den letzten Mediensommern, der weiß, dass wir immer mal wieder darauf hingewiesen haben. Geheimdienste können das mitspeichern. Aber in welcher unendlichen Hybris dahinter steckt, in dieses allmächtig sein wollen, alles einzusammeln, das haben selbst wir uns in der Form nicht vorgestellt. Und ich gehe noch mal zur Erinnerung, weil wahrscheinlich, es war Urlaubszeit, nicht alle haben es mitbekommen. Ich war zum Beispiel im Urlaub in Italien. Ich wusste dann schon, hier läuft gerade was, aber ich brauchte auch mal einen Monat Ruhe. Ich habe festgestellt, in Italien hat mich die Geschichte gar nicht weiter erreicht. Ich bin doch mal ins Internet gegangen und habe da geguckt. Ansonsten war ich am Strand, und so geht es den meisten Leuten übrigens auch. In der sauren Gurkenzeit ist wirklich nichts los. Da können große Artikel in Zeitungen stehen. Die verschwinden wieder, die merkt sich keiner. Ne? Erst was jetzt ab Herbst dann wieder so Spätsommer passiert, kommt wirklich in der Wirklichkeit an. Also was geschah? Vor etwa 10 Wochen hat diese Affäre mit Spionage, mit der NSA, mit Prism, mit den Briten, übrigens auch die Franzosen spionieren, nur nicht im selben Verbund, möchte ich mal gleich dazu sagen, Russen auch, Chinesen auch natürlich, aber in der Größe, also es sind ja die Freunde, die uns jetzt, also Freunde, die uns abhören, das ist schon sehr einmalig und ist da halt herausgekommen, weil Edward Snowden, ein Mensch, der, wie er sagt, bei einer Firma angeheuert hat, die
für die NSA arbeitet, die eben die entsprechenden Auswertungen macht, ehemaliger CIA-Agent, ganz junger Mann, ich weiß gar nicht, wie alt ist er, 28 auch, ne? Er ist 30, ne? Also ein ganz junger Mann, der sein Leben quasi dafür ruiniert hat und auch aufs Spiel gesetzt hat, ja, dass die Öffentlichkeit etwas erfährt, was da an wirklich an Datensammelwahn passiert. Und das ist sogar dann eine Großtat, wenn er sogar ein russischer Agent sein sollte, also weil es wird ja probiert, ihn zu sagen, der ist ja auch nur ein Agent und das ist ja gar nicht so, der brave Whistleblower. Es ist völlig egal, er ist ein Held, weil er wirklich bereit ist, sein komplettes Leben für die Öffentlichkeit, für uns alle, ja, indem er uns die Informationen gibt, über Zeitungen auch klug gemacht hergibt. Das finde ich ist sehr beachtenswert. Stellt euch vor, der lebt jetzt irgendwo in Russland. Wir wissen gar nicht, ob er noch lebt. Doch, er lebt noch, weil ich kenne Leute, die gerade Kontakt mit ihm hatten. Ja? Aber der Mann lebt in der Gefahr, einfach eine Kugel in den Kopf zu kriegen, was nichts nützen würde, weil die Daten sind ja an verschiedenen Stellen aufbewahrt. Also es gibt ja verschiedene Leute, die Zugriff haben. Das ist so ein bisschen eine Lebensversicherung. Aber wenn wir feststellen, dass der britische Geheimdienst beim Guardian einmarschiert und Festplatten zerstört, ja, wie dumm müssen Leute sein, die sowas tun? Ne? Also sie haben es dann hinterher noch argumentiert mit, naja, wir hatten Angst, dass die da nicht sicher sind und wegkommen. Ey, die sind schon bei verschiedenen Leuten. Ja? Das heißt, diese Machtleute, die sogar bei den, als die Aktion vorbei war, sagte einer der Beamten noch so jovial, na schön, dann können wir die schwarzen Hubschrauber ja abbestellen. Das klingt vielleicht wie ein Witz, aber es steckt einfach was dahinter. Nämlich, der Mann ist wirklich so sicher, ich habe hier die absolute Macht und spielt sogar damit, dass wir wirklich sehen, da gibt es Mächte, die außerdemokratisch agieren, die nicht kontrollierbar sind und unsere Regierung halten die Klappe. Also vor 10 Wochen hat es etwa begonnen mit dem Wort PRISM. Das ist ein Programm zur Überwachung und Auswertung von elektronischen Medien und elektronisch gespeicherten Daten. Übrigens, für die Leute, die sagen, ich mache gar nicht so viel im Internet, ich bin nicht betroffen. Es geht gar nicht ums Internet. Es geht um jede Leitung, durch die Daten laufen. Das heißt auch, wenn ich am Geldautomaten bin, meine Karte reingesteckt habe. Irgendwo laufen die Daten lang. So hochgesichert sind die Netze oft nicht. Immer gibt es irgendwo Stellen, wo man es abfischen kann. Ja? Das muss nicht Internet sein, das müssen nicht IP-Pakete sein. IP-Pakete steht für Internetprotokoll. Ja? Das müssen nicht IP-Pakete sein, das können auch DATEX-P oder DATEX-L-Leitungen sein, Standleitungen. Die laufen immer durch irgendwo eine Art Cloud und an ganz vielen Stellen werden Daten abgefischt. Und auch wenn ihr selber niemals im Internet seid und bewusst etwas irgendwohin übertragen habt, es wird auch über Leute gesammelt, die mit dem Internet überhaupt nichts zu tun haben. Es geht tatsächlich uns alle an in der realen Realität. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, aber damit man so mal sieht, so Internet mit seiner Virtualität ist eben nicht alles. Dann ging es weiter, dann wurde X-Key-Score vorgestellt, also dann lanciert. Also die haben, was bedeutet das? Daten sammeln ist erstmal das eine. Ich kann einen Riesenhaufen Daten haben, also jeder, der schon mal auf seiner Festplatte ein Dokument vom letzten Jahr gesucht hat, weiß, das ist nicht so einfach. Selbst wenn man tapfer die Suche verwendet, die man auf dem Rechner hat, da kann man sich schon ganz schön verlaufen. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, wir suchen ein Dokument im Internet. Irgendeins. Wir stellen uns 3 Worte vor, tippen die in eine Suchmaschine unserer Wahl ein und wir finden unter Milliarden und Abermilliarden Webseiten innerhalb von Millisekunden recht oft genau das, was wir suchen. Ja? Und jetzt stellt euch das nochmal vor, das kann ich über Personen machen und nicht nur über Daten, die öffentlich im Netz sind, sondern über Telefonverbindungen, über Geldautomatentransaktionen, über Einkäufer, die Leute gemacht haben, den Inhalt der Payback-Karte, wann sie wo gereist sind. Ich habe Passenger Name Records, also wenn ich irgendwo hinfliege, werden ja meine Daten weitergegeben und sogar an die USA gesendet. Und dieser X-Key-Score ist halt quasi der Browser. Viel komplexer, weil er mit größeren Datenmengen umgehen muss, aber ich kann doch immerhin in einigen Minuten oder Stunden zumindest aus einer Anfrage eine Antwort generieren, die mir zumindest auf meinem Monitor und meinem Ausdruck die Möglichkeit gibt, zu meinem Chef zu gehen und zu sagen, ey, ich weiß jetzt, was Sache ist. Ja? Ich sage das extra auf diese Art, weil das muss nicht stimmen, was ich da rausfinde. Wir wissen von Leuten, die erschossen wurden versehentlich, weil sie halt zufällig den gleichen Namen haben. Es gibt im Internet so eine kleine hübsche Datei, die sagt, die ein bisschen erklärt, warum Überwachung schlimm für die Demokratie ist. Da kommt ein Beispiel drin vor. Da gibt es einen Piloten, der hat exakt den gleichen Namen wie eine Person, die auf der sogenannten Terrorliste steht. Der hat ständig Schwierigkeiten, zu seinem Flugzeug zu kommen. Macht er jetzt? Er gibt sich einfach einen anderen Vornamen. Jetzt heißt er nicht James, sondern John. Also sagt er dann immer, ich heiße John, jetzt kommt er auch durch.
Also es ist auch völlig gaga, was da passiert. Ne? Und macht euch klar, da geht es nicht darum, Verbrechen zu bekämpfen, es geht darum, Macht zu erhalten und allen zu sagen, dafür sind die schwarzen Männer mit viel Macht ausgestattet, passt mal auf, seid schon brav, sonst habt ihr eine Kugel im Kopf oder wir machen euch die Rechner kaputt. Ja? Es soll uns nämlich unter Druck setzen, es soll uns klar machen, wir sind nur Untertanen. Ja? Das muss man sich richtig sacken lassen und das ist komplett undemokratisch. Und spannend ist, dass irrsinnig viele Unternehmen damit eingebunden sind. Also Facebook, Google, Vodafone. Wir haben hier auch schon Vorträge zu Facebook gehalten und haben da irgendwo, ein bisschen stand es im Text auch drin, auch erwähnt, dass Facebook unter anderem von einer Firma mitfinanziert wurde, die für Geheimdienste Investitionen tätigt. Nämlich, wenn ich in Silicon Valley und Mountain View bin und ich mache etwas, was für Geheimdienste interessant sein könnte, dann kommt recht schnell die Firma InQtel und fragt, ob wir nicht ein bisschen Geld gebrauchen können. Und ehrlich, Geld kann man doch eigentlich immer gebrauchen, besonders wenn man gerade eine tolle Idee hat, jung und begeistert ist und irgendwas Schickes aufbauen will. Diese Firma ist ganz viel vertreten. Wir haben gestern ein bisschen nicht zu viel recherchiert, das könnt ihr auch mal alleine am Rechner machen, sind der Firma so ein bisschen gefolgt, haben da festgestellt, dass Source Code, der von Firmen, die von InQtel finanziert wurden, bis hinein in freie Betriebssysteme hineinreicht. Also Ubuntu ist direkt genannt zum Beispiel. Also überall da, wo man versucht, sich abzusichern, also schon gar nicht mehr Windows verwendet, sondern eine freie Software, selbst da stecken die Geheimdienste mit drin. Der britische Geheimdienst GCAQ ist ebenfalls mit dabei. Das FBI, ganz spannend, drängt amerikanische Firmen zur Installation von Abhörschnittstellen. Das würde also bedeuten, ich hab ein Unternehmen, bin Provider und da steckt dann so ein schwarzer Computer an der Wand, der ist verplombt, da laufen alle meine Kabel auch irgendwie durch. Das heißt, die können da einfach gucken, egal was, ich habe überhaupt keine Kontrolle drauf. In Deutschland gibt es sowas Ähnliches über die BaFin. Also jede Bank hat so eine Box, damit die BaFin darauf Zugriff haben kann. Ja? Das ist ein Einfallstor für Hacker und Geheimdienste ohnegleichen, weil anders als bei meinem eigenen Rechner, da habe ich zumindest die Illusion, wenn jemand eindringt, kann ich es noch feststellen, vielleicht, eventuell. Also das ist die Chance. Da ist die Chance nicht mehr. Das heißt, wenn da Hacker reingehen, wenn Geheimdienste reingehen, kann ich da überhaupt nicht ran. Und mein BSI, also das Bundesinstitut für Sicherheit in der Informatik, hat, glaube ich, kein Szenario aufgebaut, ab und an diese Boxen auf Geheimdiensttätigkeit zu suchen. Ich habe gerade eine Mail bekommen von einem Abgeordneten, es wird eine neue Sondersitzung des Parlamentarischen Kontrollgremiums einberufen, wo einfach jetzt auch mal nachgefragt wird, was weiß eigentlich der Verfassungsschutz, der ja auch für Wahrung der Demokratie und Spionageabwehr zuständig ist, darüber, dass auch von dem deutschen Boden aus USA auf also geheimdienstliche Mittel einsetzen, UN-Botschaften hier im Land abhören und Ähnliches. Beim FBI läuft das dann so, wenn die Firmen dann nicht bereit sind, eine entsprechende Box zu installieren, dann wird ihnen mit dem Entzug der Betriebserlaubnis gedroht. Das Feig hat sich unter anderem ein großer deutscher Telekommunikationskonzern, dessen Namen ich nicht nenne, aus seiner Firmengeschäft aus den USA wieder zurückgezogen, weil sie das nicht mitmachen wollten. Also vielen Dank an die Kollegen. Das ist schon eine ziemliche Entscheidung und hat in den USA etliches an Arbeitsplätzen gekostet. Das kann man jetzt noch mal so genüsslich mit dazu tun. Die Bundesnetzagentur hat Mitte August einige große Telekommunikations- und IT-Unternehmen befragt, ob auch bei ihnen sowas vorgekommen ist. Die Ergebnisse davon sind nicht öffentlich. Ich habe sie auch noch nicht gesehen, sind mir auch noch nicht geleakt worden. Wenn jemand zuschaut und hat Informationen darüber, wir haben einen Briefkasten, in den man viel reinstecken kann, auch anonyme Sendungen. Edward Snowden, der das Ganze angestoßen hat, hat einen quasi sicheren E-Mail-Anbieter benutzt. Das war die Firma Lavabit. Es waren auch engagierte junge Leute, wahrscheinlich so ähnlich wie Rena und ich, die es nur ein bisschen cleverer angefangen haben, damit das auch länger durchhalten konnten. Dort hatte er seinen Mail-Account, damit er nicht abgeschnüffelt werden kann. Und dieser Anbieter hat dicht gemacht, weil er wurde bedroht von der amerikanischen Regierung und es wurde auch verboten, darüber zu erzählen, dass er bedroht worden ist, weil dann würde er auch in den Knast wandern. Sprich, er hat dann einfach zugemacht und eine kleine Meldung auf seiner Website veröffentlicht, dass das besser ist und er darf nicht reden. Ja, so. Also damit ist dann Information genug.
In Deutschland rückte die Zusammenarbeit des BND mit ausländischen Geheimdiensten in die Aufmerksamkeit aufgrund dieser Affäre. Man berief sich auf Verträge aus 1968, aber die angeblich seit 1990 nicht mehr in Anspruch genommen worden. Allerdings sind viele dieser Verträge, die wir ja gar nicht mehr in Anspruch nehmen, bereits längst in Gesetze übergegangen, sodass die USA und Großbritannien weiterhin Informationen bekommen. Vielleicht muss man auch einmal noch einen Schritt zurücktreten. Ach, da komme ich auch gerade zu. Wer sich unter den Älteren von euch noch an den 5. Mai 1955 erinnert, an diesem Tag wurde Deutschland souverän. Da wurden Verträge unterzeichnet. Adenauer hat das gemacht und Adenauer verkündete, wir haben in Deutschland jetzt absolute Souveränität. Wir sind jetzt ein freies, eigenes Land und niemand kann uns reinreden. Das ist nicht wahr. Es wurden weitreichende Überwachungsbefugnisse vereinbart, weil wir waren ja immer noch im Besatzungsstatus. Es gab weiterhin in den verschiedenen Sektoren halt die entsprechenden Armeen, die standen. Und zum Schutz dieser Armeen hat man sich ausbedungen, alles überwachen zu dürfen. 1955, seitdem ist das. Und seitdem wurde auf diesen Verträgen immer aufbauend immer weiteres gemacht. Das ist ein gordischer Knoten, den es zu zerschlagen gilt. Und ich weiß, dass Politiker sich da sicherlich nicht drum prügeln, an den Tischen zu setzen, wo man diese Verträge allein nur wieder aufdröselt. Wer sich dafür interessiert, es gibt ein Buch von einem Herrn Foschepot, der das aufgeschlüsselt hat. Ich lese gerade selber erst da drin und war ganz überrascht, dass es schon so eine Arbeit gibt, wo jemand nämlich schon mal nachgeguckt hat, was mit Spionage und Überwachung im Westdeutschland, also Ostdeutschland ist da erstmal noch ausgenommen aus der Stasi-Zeit, passiert ist. Die schwarz-gelbe Regierung, und da müssen wir auch einfach sehen, es herrscht gerade Wahlkampf. Moment. Wies darauf hin, dass eigentlich gar nicht Sie so böse schuld sind. Naja, Adenauer war eher CDU als Rot-Grün, aber dass Rot-Grün, damals noch der Steinmeier, dann Abkommen zwischen BND und NSA abgesegnet haben. War natürlich im Nachgang 9/11. Wo ja das Wort der uneingeschränkten Solidarität quasi hieß, wir halten euch unsere Schlagader hin und ihr dürft machen, was ihr wollt. Es ist Gott sei Dank nicht ganz so schlimm geworden. Also ich glaube, dass die rot-grünen Führungspersönlichkeiten schon gemerkt haben, so ganz uneingeschränkt darf das nicht sein. Wir haben also, ich will Rot-Grün nicht so loben, ne? Das passt einfach nicht zu mir. Da waren schon einige mutige Leute, die den Amerikanern gesagt haben, stopp, das machen wir nicht. Was übrig geblieben ist, immer noch schlimm genug. Zumal sich die Amerikaner dann, ich sage jetzt immer mal die Amerikaner, damit meine ich die Geheimdienste, ich finde Amerika toll, sie haben uns befreit, aber ich bleibe mal einfach bei dem einfacheren Wort, wir haben auch nicht so viel Zeit, und haben sich noch genügend rausgenommen, um uns überwachen zu können. Steinmeier erklärte, dass es damals Prism und Tempora noch nicht gegeben habe. Also da wäre das mit den Verträgen ganz okay gewesen. Aber ihm sollte doch das weltweite Abhörnetzwerk Echelon zumindest bekannt gewesen sein. Also wir kannten es, meine Freunde kannten es. Ich weiß, es war in der Bevölkerung allgemein nicht bekannt. Ich weiß nur, als kleines Kind bin ich immer, da wohnte ich noch in München, da sind wir in die Alpen gefahren, da fuhren wir auch immer in Bad Aibling vorbei und ich guckte immer, boah, toll, diese komischen, ne, Antennen, also diese Pilzchen, die auf dem Land stehen. Man denkt einfach nicht dran, man filtert das aus. Aber ich habe die gesehen, man wusste auch, ja, da lauschen die Amerikaner. Aber man hat sich gar nicht Gedanken gemacht, dass ich dieses Lauschen gegen einen selber richte. Vielleicht noch nicht so sehr für mich als Kind, aber vielleicht für meine Eltern. Mein Vater war Diplom-Ingenieur in einer Firma, die durchaus auch für Rüstungsgegenstände zuständig war. Und da ist auch interessant, was über Kinder zu wissen. Mit denen kann man gut Leute erpressen. Ne? Also in dem Fall nicht, es war mein Stiefvater. Das war böse, ne? Aber ein bisschen muss man ja auch persönlich von sich preisgeben. Ja. Spannenderweise 2004 ging dann die Meldung rum, also das machen wir jetzt nicht mehr, hier wird nicht mehr abgehört, das wird abgeschaltet. Bad Aibling wird abgeschaltet. Was bedeutet das? Bad Aibling wurde abgeschaltet, der BND marschierte rein, betreibt es weiter. Jetzt ratet mal für wen. Also man kann nicht direkt sagen, dass das direkte Auftragnehmer der Amerikaner sind und alle Daten, die sie abfischen, direkt da durchgehen. Zumindest habe ich keine Beweise dafür. Ja? Also ich formuliere es mal so. Ne? Weil ansonsten bei uns in der Szene war immer ganz klar, der BND ist eigentlich nicht dafür da, groß irgendwie Aufklärung zu betreiben. Sie warten darauf, dass die Amis anrufen und sagen, übrigens in den Daten, die wir da von euch gefunden haben, steckt das und das drin, macht mal was.
Wobei das Spannende dann ist, dass der BND nie wusste, stimmt das, was die Amis sagen? Ja, dann konnte man, die hatten gar nicht die Möglichkeit, das richtig zu verifizieren. Also insofern läuft das heute noch, dass Leute glauben, die Sauerlandzelle in diese durchgeknallten Jungs, die da irgendwie einen Panne-Bombenanschlag geplant haben, die auch gefährlich sind. Sag nicht, dass sie ungefährlich waren, weil auch durchgeknallte Jungs sind durchaus gefährlich. Ah, das waren keine Terroristen, das waren Spinner. Ne? Man kann natürlich sagen, alle Terroristen sind Spinner, das stimmt aber nicht, weil zum gezielten Terrorismus gehört dazu, dass man einen Plan hat, ganz klar ein Ding hat, dass man seine Gelder hinter sich hat, also auch viele Gelder, da steckt was ganz anderes hinter. Also dieses Ding uns dauernd zu erzählen, wir sind von Terror bedroht, also ob Leute dann eine nicht funktionierende Kofferbombe an Kölner Bahnhof stellen, es sind Spinner. Gefährliche Spinner, man sieht, da gärt etwas. Und ich glaube, da gärt auch was Gefährliches, aber das hat was mit dem Kopf zu tun. Das hat noch nicht damit zu tun, dass die Leute Terroranschläge machen, weil sie können damit gar nichts bewirken. Es geht gar nichts. Also es funktioniert einfach nicht in der Mechanik davon, dass hinter jeder Handlung eigentlich auch ein Wert bei herauskommt, nämlich meist ein finanzieller. Ach so, zu den Sauerland-Bombenattentätern. Es gibt einen wunderbaren Bericht vom Deutschlandfunk, der das aufarbeitet, der also ganz klar diese entsprechenden Fragen rausstellt. Und vielleicht wissen auch einige, erinnern sich einige noch dran, dass die Zündkapsel, die diese beiden Jungs bekommen haben, ihnen von einem CIA-Agenten übergeben worden sind. Das ist in der Bevölkerung nicht so allgemein bekannt, ja, aber es ist ein Fakt, der ist gerichtlich festgestellt. So. Und in diesem Echelon-Verbund sind zusammengeschlossen und waren bis heute, ich weiß nicht, ob man irgendein Programm jetzt noch so nennt oder weil es eben zu bekannt war, dass man es dann umbenannt hat, waren die Five Eyes, nennen sich die Leute. Das sind USA, Großbritannien, Kanada, Neuseeland und Australien. Die haben ein entsprechendes Netzwerk, ganz spannend, weil sie an vielen Stellen Satellitenstationen haben. Ich will einmal so kurz erklären, Abhören von Telefonleitungen. Also im Spiegel war so ein ganz wunderschöner Bericht mit Grafik drin. Wie machen das die Amis eigentlich, dass sie mit dem Unterseeboot dahin gehen und dann ohne das Kabel zu beschädigen, von außen durch den Mantel des Kabels Strahlung abfangen, die man da rausholt? Ich glaube daran nicht. Also es gibt viele Wunder, es gibt Dinge, die wir uns nicht vorstellen können, aber das halte ich für Kokolores. Ich glaube nicht, dass man auf diese Art ein Unterseekabel anzapfen kann. Da wird auch viel erzählt, zum Teil um Leute auf Horror zu bringen. Ja? Es geht viel einfacher. Viele Leitungen, ja, also da, wenn wir alle Netze quasi für jedes, wo wir lang wollen, ein Kabel ziehen würden, wären wir ein Land voller Gräben oder eine Welt voller Gräben. Was macht man? Man bündelt die, dann gehen sie zum zentralen Punkt, dann gehen sie hoch auf einen Mast. Da ist eine Richtantenne, die sendet darüber. Da steht der nächste Mast in Horizontentfernung, weiß nicht, 50 bis 60 Kilometer etwa. Da steht dann der, fängt die Strahlen auf, dann gehen die da wieder weiter. So. Ah ja, kann ja nichts passieren. Was müssen wir uns also klar machen? Die Erde ist eine Kugel. Denn der Richtstrahl, der ist nicht lasermäßig so ganz klein gebündelt und trifft dann da auf die Antenne, dann geht er nicht weiter, der geht drüber hinaus. Und wo geht er hin? Ins Weltall. Klingt jetzt ein bisschen komisch, nicht? Aber wer einmal sich angeguckt hat, so im Deutschen Museum, wie viele Satelliten um die Erde kreisen und wie einfach das ist, einen Satelliten ins All zu bringen. Das ist wirklich einfach. Das ist, also klar, ist natürlich Hochtechnologie, aber im Grunde ist es einfach. Ich schicke da ein Ding hoch und durch die Zentrifugalkraft und Anziehungskraft bleibt das Ding halt irgendwo stehen, wo ich es haben will. Und ab und zu gebe ich immer so einen kleinen Schubs. Das ist so ein bisschen wie mit einem Gummiboot in der Badewanne. Da gebe ich so einen kleinen Schubs und ich muss den genau dosieren, wenn ich ihn an einer bestimmten Stelle habe. Ja, das macht man mit Satelliten. Und dann stehen die da. Und was machen die? Die fangen die Funkwellen auf, die nämlich bis dahin reichen. Funkwellen sind fantastisch komische Teile. Ja? Die reichen einfach drüber hinaus. Und da ist ein Netzwerk von Satelliten. Und dafür braucht man die Bodenstation, um die abgehörten Leitungen halt in die Hand zu kriegen. Also die Daten, die da drin sind. Und da das digital übertragen wird, lässt sich das super einfach abhören, weil wenn man sich so ein Datenpaket vorstellt, das sind ja so, wenn ich jetzt hier spreche und das geht jetzt durch den Stream, dann sind das lauter kleine abgehackte Pakete, da steht halt drin, wir kommen von daher, wir wollen zu dem Server, ja, und also da gibt es dann halt die beiden Adressen und dazwischen ist sozusagen die Payload, also die Fracht, ja, also das, was ich jetzt hier erzähle, die Bilder oder Texte oder was wir schicken, und die kann ich wunderbar abfischen, weil ich auf digitale Daten sehr wunderbar Filter setzen kann und ich kann genau rausfinden, das kleine Detail, was ich suche. Es funktioniert noch gar nicht so gut, wie die Geheimdienste eigentlich wollen. Immerhin haben die 10 Jahre gebraucht, um Bin Laden zu finden, bei sich zu Hause. Vielen Dank an Extra 3 für dieses schöne Bonbon, das ich bei Ihnen gerade geklaut habe. Guten Abend.
Zur Sauna bitte. Ja. So. Es werden, und das haben wir jetzt in den letzten Tagen erst belastbar mitgeteilt bekommen, auch gezielt Behörden ausgespioniert, die EU. Also wir haben schon vor einigen etlichen Jahren, ich glaube, das ist auch schon 15 oder Jahre her, die EU mal darauf aufmerksam gemacht, ob sie noch richtig ticken. Sie haben nämlich ihre gesamte interne Kommunikation an den Konzern EDS, Electronic Data Systems, ausgelagert, ein amerikanisches Unternehmen. Ja, die ganze interne Kommunikation wurde von EDS betrieben. Das nennt man Outsourcing, ist ja so schön sparsam. Da braucht man sich. Es war wahrscheinlich günstig, ja, vielleicht haben sie einen Benefit bekommen. Also richtig gaga. Ich weiß nicht, ob es heute noch so ist oder wer das betreibt, vielleicht mittlerweile Hewlett Packard. Wurde mir gesagt von einem Abgeordneten, er will nochmal nachgucken. Ja? Und das heißt, in allen Ländern der EU hören die Amerikaner ab, weil es natürlich klar, wir sind eine Bedrohung. Unser Euro wird stärker und stärker und stärker, der Dollar schwächer und schwächer. Irgendwelche Länder rechnen dann plötzlich nicht mehr mit Dollar, sondern mit Euro. Euros, Mehrzahl in dem Fall. Ja, das ist eine Gefahr. Wir werden plötzlich stärker. Wir können plötzlich, weil wir ja eigentlich keine Kriege mehr miteinander führen, sondern das über Handelsabkommen, Verträge, Verhandlungen machen, können wir mehr Stärke gewinnen. Das ist, sehen Amerikaner im Moment nur als Bedrohung. Dabei gehört zur Globalisierung dazu, dass man partnerschaftlich miteinander zusammenarbeitet. Unter Freunden, zumindest unter Geschäftsfreunden. Ja. Und das ist in Amerika noch nicht so richtig angekommen. In Deutschland auch nicht. Hier haben sie es auch noch nicht begriffen, aber da kommen wir später zu. Kanzleramtschef Pofalla, das ist auch immer der, der für die Geheimdienstarbeit zuständig ist, also in Kontakt da hält, erklärte dann einfach in den Medien, ja, Affäre ist beendet. Hat jetzt nicht so funktioniert. Also hat jetzt nicht wirklich jemand geglaubt, dass diese Affäre wirklich beendet ist. Ich mache keine Witze mehr drüber, weil diese sind schon alle gemacht worden. Und außerdem hat es ja schriftlich, auch so ein Witz, der schon häufig gemacht wurde, dass die Amerikaner ja keine Gesetze brechen. Wir wissen, sie brechen sie. Es gibt einen ganz klaren Vertrag mit der UN, die in New York ihr Verwaltungsgebäude hat, dass sie nicht abgehört wird. Die haben das schriftlich. Das hat nichts genützt. Komisch. Ja, also da wirklich, das muss man sich auf der Zunge und im Gehirn zergehen lassen. Ja. Und beim BND war ich, ich musste ein bisschen lachen, dann haben sie irgendwie gesagt, nein, wir überwachen ja nicht die Leute im eigenen Land, wir filtern alles raus, was mit der Telefonnummer 49, also unserer Landeskennzahl beginnt und alles, was auf domain.de endet. Wir haben eine Com-Domain, eine Org-Domain. Also natürlich überwachen sie auch uns und außerdem brauchen sie es auch nicht, weil, liebe Leute, wir dürfen in unserem Land nicht überwachen. Könnt ihr uns ein paar Daten rübergeben? So funktioniert das, es ist ein Austausch. Es gibt einen Grund, warum Amerikaner oder Briten auf die Sauerlandzelle hinweisen, weil wir im eigenen Land dürfen wir so eine Art Überwachung nicht machen. Was finden wir damit? Das ist ein Spin, um die Terrorgesetze weiter zu fördern. Das muss man ja übersehen. Es gibt wirklich Leute, die haben Lust daran, einfach zu herrschen. Ja? Macht muss man, also Demokratie, Macht des Volkes, muss man sich ja jeden Tag neu erkämpfen. Und andere Leute sagen, es ist viel praktischer, wenn wir einfach die Macht haben. Wir wollen ja gar nichts Böses. Ihr kriegt eure Essensgutscheine, ihr dürft, wie steht es bei Huxley, ihr kriegt freien Sex und Drogen, aber lasst uns unsere Ländereien, unser Geld und bitte bleibt möglichst weit entfernt von unseren Grundstücken. Das steckt dahinter. Die Familien, die das Kapital, die Macht haben. Ja? Und das sind gar nicht nur unbedingt Amerikaner, das sind vielleicht auch deutsche Familien, die damit drinstecken. Ja? Also für reiche Leute ist die Welt ein Planet, da gibt es keine Grenzen. Ja? Auch das muss man klar machen. Also man muss manchmal aus dem Kopf der Großen, der Reichen denken. Ja? Ich bin auch gar nicht böse drüber, ja? Dass die sowas denken, da kommt man dann drauf, wenn man halt diese Möglichkeiten hat. Ja? Aber wir müssen uns klar machen, dass wir in langen, blutigen Kämpfen, ja, uns eine Demokratie erkämpft haben, vielleicht nicht wir selber, aber unsere Eltern, Großeltern, die Leute davor und so weiter, die richtig noch mit Hand abhacken und Zunge rausreißen, dafür gekämpft haben, dass wir eine Freiheit haben, die wir heute. Das habe ich so ein bisschen das Gefühl, so bereit sind, so mal eben locker dahin zu geben, weil ich habe jetzt gerade keine Zeit. Ich habe gerade keine Zeit, also bei der Demo Freiheit statt Angst am 7.9. in Berlin am Alexanderplatz, 13 Uhr, da habe ich jetzt keine Zeit. Das ist irgendwie blöd, da fahre ich am nächsten Tag in Urlaub und ich muss noch packen. Ja, dann packt einen Tag früher. Am 7.9. haben wir die Möglichkeit, wirklich einen quasi Volksaufstand zu inszenieren, weil wir brave Deutsche sind, einen sehr guten, sehr friedlichen. Ja, weil ich finde es auch blöd, sich jetzt zu prügeln, weil ich sehe bei Politikern durchaus, die würden das auch gerne gut lösen. Es ist ja nicht so, dass das alles korrupte Schweine sind, sondern die wollen das ja auch lösen, sind nur da halt einfach überfordert. Also es gibt keinen Grund, noch nicht.
noch nicht, sage ich, zur Gewalt. Ja, man kann es friedlich machen, aber im Moment müssen wir Demokratie dadurch zeigen, dass viele Menschen bereit sind, Reisekosten auf sich zu nehmen, Mühsal auf sich zu nehmen, zumindest zu einer Demo zu kommen, sich ein paar Reden anzuhören, sich über die Musik zu freuen und an uns zu spenden, damit wir diese Scheißarbeit auch machen können. Oder an andere Organisationen, die in dem Themenbereich arbeiten. Ja, der Bundesinnenminister, Herr Zimmermann. Entschuldigung, ich bin so 80s. Ja, ich sehe schon die Kritik auf Twitter, ja. Verkündete, dass Sicherheit ein super Grundrecht sei. Also das ist ein Spin, vor dem muss man sich hüten. Die Verfassung, die wir haben, also unser Grundgesetz, ist genau gar nicht dafür da, dass wir sicher sind. Es ist dafür da, dass wir frei sind. Und Sicherheit und Freiheit kann man nicht vergleichen. Rena wird gleich noch mehr dazu sagen. Herr Zimmermann, Herr Friedrich, Entschuldigung, ich habe mich mal einmal mit ihm unterhalten und ihm erklärt, was Vorratsdatenspeicherung ist. Das war relativ kurz nach seiner Amtseinführung und ich sah in seinen Augen, dass er total erschreckt war. Ich war der Erste, der ihm erklärt hat, was das bedeutet. Und es hat wahrscheinlich genau 3 Minuten gehalten, nach dem, was er danach von sich gab. Also er war wirklich erschreckt. Er hat in dem Moment wirklich begriffen, weil er es auch auf seine eigene Person und auf seinen Beruf und auf was er macht und vielleicht auch nebenbei macht, einfach bezogen hat. Aber es hat nicht gewirkt, sondern dieser Vormarsch, wir müssen die Welt überwachen, weil wir Angst vor dem Netz haben, weil wir Angst davor haben, dass Leute in einer großen Kakophonie miteinander reden. Das ist so 80s. Also das ist sowas von dumm auch. Die Kommunikation der Menschen ist nicht aufzuhalten. Wir müssen nur darauf auch achten, dass sie nicht von Leuten funktionalisiert wird. Dass wir Leuten glauben, die was Falsches wollen. Aber das ist ein anderer Vortrag. Ich habe mal nachgezählt, in der Originalfassung des Grundgesetzes steht das Wort Sicherheit 3-mal drin. Kann man nachgucken. In der aktuellen Fassung steht es schon 6-mal drin. Also macht Spaß, das Grundgesetz in verschiedenen Versionen miteinander zu vergleichen. Und das steht nicht drin, dass wir uns besser fühlen, sondern immer wieder für Überwachungsmaßnahmen, wir müssen da rein, für immer mehr für Übergriffe auf die Bevölkerung. Die in Deutschland, wir sind ein tolles Land. Wir haben zwar einen großen Lauschangriff, aber wird sehr selten angewendet, weil wir ihn glücklicherweise so schwierig gemacht haben technisch, dass auch die Staatsanwaltschaften keinen Bock drauf haben. Das schützt uns tatsächlich. Das ist richtig, richtig gut. Das Bundesverfassungsgericht hat zwar, wir haben geklagt gegen die Vorratsdatenspeicherung mit 35.000 Bürgerinnen und Bürgern zusammen. Wir haben gewonnen. Das Gesetz wurde als nicht verfassungsgemäß und nichtig erklärt. Sämtliche Daten mussten sofort gelöscht werden. Das Verfassungsgericht hat aber leider, ich sage wirklich sehr leider, einen Fehler gemacht. Also ich sage es nicht als Richterschelte, sondern da ist etwas nicht besonders beachtet worden, nämlich dass ich über, es sollen ja nur die Verbindungsdaten gespeichert werden, dass ich darüber auch Inhalte zur Kenntnis nehmen kann. Nicht, was wirklich in der Nachricht drinsteht, aber wenn Herr Wowereit und sein Partner beide an eine AIDS-Beratungsstelle anrufen oder schreiben oder sowas, ja, dann weiß ich auch nicht zumindest sehr stark, was Sache ist. Zumindest kann ich daraus mir was rausdenken. Vielleicht hat es auch einen anderen Grund. Sie haben Freunde, die gerade betroffen sind. Aber daran sieht man das. Wenn das Verfassungsgericht, da bin ich ziemlich sicher, das deutlicher zur Kenntnis genommen hätte, hätte es wahrscheinlich anders entschieden. Es hat nämlich gesagt, dass an sich man auch sich eine Vorratsdatenspeicherung vorstellen kann in sehr, sehr engen Grenzen. Und sie haben glücklicherweise aber die technischen Hürden so hochgesetzt, wie man sowas gestalten kann, dass es undurchführbar ist. Wenn euch also irgendjemand erzählt, man könnte die Vorgaben des Bundesverfassungsgerichts erfüllen, also ohne richtig eine Vorratsdatenspeicherung zu machen, es geht nicht. Es ist einfach nicht möglich. Frau Leuthäuser-Schnarrenberger, es geht nicht. Auch 7 Tage nicht. Auch eine IP-Datenspeicherung, nein, geht auch nicht. So. So, spannend finde ich auch, dass manche Politiker wirklich nur so in ihrem eigenen Denken schwingen. Also Peter Altmaier sagte mal zu mir, der ist schon ganz ordentlich, der macht eine gute Arbeit und ist schon ein guter Kerl. So, ja? Ich will das annehmen, aber ich bin bereit, das anzunehmen. Ich sehe ihn aber immer nur, dass er Dinge sagt, wo mir einfach die Nackenhaare hochstehen. Also zum Beispiel so einfach so mal jovial zu sagen, die informationelle Selbstbestimmung, das Wort kommt aus einem Bundesverfassungsgesetzurteil zur Volkszählung 1983. Das ist das, was wir heute kurz mal Datenschutz nennen, obwohl das Wort so gar nicht passend ist. Das sei eine Idylle aus vergangenen Zeiten. Ja? So als Leute,
heute seid ihr halt nicht mehr auf dem Hof mit der Familie und melkt die Kühe. Heute müsst ihr in die Fabrik oder Hartz IV kriegen. Ja, so. Das ist halt so. Ne? Und das ist nicht richtig, das so zu sagen. Das ist zynisch, Herr Uhl. Papier, das ist der ehemalige Präsident des Bundesverfassungsgerichts gewesen, sagte mal zum Supergrundrecht Sicherheit, dass es nicht sein könne, dass zum Schutz der Freiheitsrechte die Freiheit geopfert werde. Das ist sehr logisch. Das ist ein Satz, der in vielen verschiedenen Varianten schon häufiger aufgetreten ist. Und das stimmt einfach. Das kann man nachweisen. Wenn die Freiheit nicht da ist, dann ist sie nicht mehr da. Dann ist sie weg. Dann muss man wieder ganz von vorne anfangen, mit Dreschflegel. Und er sagte auch noch, die Bundeskanzlerin habe Recht mit ihrer Erinnerung an die Vereinigten Staaten, dass hierzulande nicht das Recht des Stärkeren gelte, sondern die Stärke des Rechts. Und das möchte ich sehen, Frau Merkel. Ich möchte das wirklich sehen, dass das rankommt. Ich möchte sehen, dass diese Affäre aufgearbeitet wird. Ich möchte sehen, dass Deutschland den USA, und die Möglichkeit haben wir gerade, weil wir gerade in komischen Handelsverträgen mit denen stecken, einfach klar zu sagen, Herr Snowden, Sie sind willkommen in Deutschland, Sie kriegen Personenschutz, wir sorgen dafür, dass Sie hier jetzt leben können, das sind wir Ihnen schuldig, Sie haben so einen großen Dienst am deutschen Volk getan. Und liebe Amerikaner, wenn ihr mit uns verhandeln wollt, müsst ihr das akzeptieren. Und wehe, ein schwarzer Hubschrauber nähert sich dem Gelände, wo der ist. Das erwarte ich von Deutschland, das muss kommen, das ist wichtig. Und wenn wir nicht aufstehen, als, ich sage jetzt mal ein Volk, und das ganz lautstark fordern und durchsetzen, dann, Leute, sind wir alle feige Schweine. Ganz deutlich, dann sind wir feige Schweine. Und das sollten wir tun. Spannend ist, dass große Telekommunikationsanbieter regelmäßig alle Telefonsverbindungsdaten an die NSA liefern, also Telekommunikationsanbieter in den USA. In den USA wird außerdem der gesamte Briefverkehr von Behörden registriert. Und angeblich soll das auch von der Deutschen Post hier in Deutschland gemacht werden. Dafür habe ich noch keinen Beleg gefunden. Ich habe mir mal ein Briefzentrum angeschaut, in der die Sachen auch gescannt werden, auch Adressen über Computer irgendwo hingetragen werden. Ich habe selber keinen, also ich bin ja jetzt nicht in die Maschinen reingekrochen, aber das sah mir nicht so aus, dass es möglich ist. Das halte ich noch, ich halte es zwar für möglich, wenn man es machen kann und neue Anlagen hinstellt, aber ich glaube das noch nicht. Aber man sollte es im Hinterkopf haben, auch da läuft schon sehr viel. Es werden auch durchaus Briefe erfasst in dem Bereich von Nachsendeanträgen. Da wird also über Premium-Adress heißt das System, in dem da gemacht wird. Man muss da ein großes Auge vorhaben. Und wenn sowas möglich ist, dann muss es eine gesetzliche und technische Absicherung geben. Wie in vielen Sachen, die wir heute verwenden. Es muss gesetzlich und technisch gesichert sein. Es reicht nicht, eine Selbstverpflichtungserklärung oder ein Blatt Papier zu haben. Es muss unmöglich sein, dass man an die Daten kommt. Das muss einfach sein, weil sonst können wir diesem System nicht mehr vertrauen. Dann können wir irgendwann nicht mehr leben. Wir können nicht mehr einen Geldautomaten, wir können keinen Brief mehr schicken, wir können nicht ins Internet, wir können nicht mehr telefonieren. Also können wir nur noch auf den Acker. Dann hat Herr Morgenthau, der nach dem Zweiten Weltkrieg Deutschland in ein Agrarland verwandeln wollte, gewonnen. Und das, glaube ich, wollen wir nicht. Wir haben uns 2005, 2006 gegen die Vorratsdatenspeicherung gewendet. Und wirklich geschafft, dass das Verfassungsgericht ganz klar gesagt hat, nein. Und ich muss jetzt mal ehrlich sagen, auch wenn ich mit einigen Politikern befreundet bin, ihr seid ganz schön dumm, wenn ihr da immer noch dran festhaltet und das weiter fordert, dass das gemacht wird. Es ist eine Hybris, es geht nicht, dass man auf diese Art auf Menschen zugreift. Es geht nicht mehr um Karteikarten, es geht nicht mehr um Lochstreifen, sondern es geht um hochverdichtete Daten über einen Datensammelwahn, wo der Überwachende mehr über einen selber weiß, als man selber. Das ist so. Google experimentiert an Maschinen, also Google Now zum Beispiel, da gucke ich auf mein Handy, weil es gerade vibriert, da steht, Sie fahren doch donnerstags immer da und dahin. Wenn Sie pünktlich da und da sein wollen, dann sollten Sie jetzt losgehen, weil der Bus 17 fällt aus. Ja? Bevor ich überhaupt selber auf die Idee komme, dass ich losgehen will. Wir gehen dahin, Google, der Larry Page war das, nicht Serge Brin war das, ne? Der sagte, irgendwann werden wir einen Chip im Gehirn haben, der ist da gut verdrahtet, und wenn mir irgendein Gedanke kommt, gibt mir Google schon die Antwort. Wir wollen von Google nicht die Antwort, wir wollen nicht von der NSA die Antwort, wir wollen nach Kant mündige Bürgerinnen und Bürger sein, ich will meine eigenen Fehler machen. Ja? Es ist toll, wenn man einen Bus verpasst. Ja, weil einfach in dem Bus danach saß die Frau meines Lebens, die ich da kennengelernt habe zum Beispiel, oder aus anderen Gründen. Wenn Gott uns erlaubt, Fehler zu machen, dann hat er einen Grund dafür.
Und die Technokraten, die technokratische Gedanke, der hinter dieser Hybris von Technik und Datensammeln, Auswerten entsteht, ist einfach gegen das Leben. Das ist Technokratie, das ist nicht Demokratie. Man kann das menschliche Zusammenleben nicht ausrechnen. Es ist von Zufällen, von Geistesblitzen, von Genervtheiten und Ähnlichem abhängig. Und das dürfen wir uns nicht nehmen lassen, weil als Roboter, glaube ich, möchte kein Mensch hier leben, selbst wenn es ein bisschen bequemer sein sollte. Und wir müssen sehr dran denken, wenn wir jetzt nicht dagegen kämpfen, wenn wir das zulassen. Es gefährdet unsere Demokratie und warum genau, erklärt Rena Tangens. Ja, Padlun, hallo? Ja, könnt ihr mich hören? Gut. Padlun hat viele Dinge schon vorweggenommen. Sorry. Aber ich möchte noch mal darauf eingehen, warum, auch wenn wir als einzelne Person denken, wir sind doch gar nicht interessant für den Geheimdienst. Also sozusagen, es schadet mir doch gar nicht. Warum wir trotzdem Schaden nehmen, und zwar ganz allgemein. Also warum wir als Gesellschaft Schaden nehmen durch diese Überwachung. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, weil es einfach nicht mehr eine individuelle Entscheidung ist, zu sagen, ach, mir ist das egal, sollen die ruhig machen, die blicken da eh nicht durch, ich bin so kompliziert, die verstehen mich nicht und ich habe ja auch nichts zu verbergen. Und bei letzterer Aussage sollte einem klar sein, dass das eben bedeutet, auch ein Versprechen, auch in der Zukunft niemals etwas zu verbergen zu haben. Das heißt, auch wenn die politischen Umstände sich vielleicht ändern, dass ich dann nicht auf die Idee komme, Widerstand zu leisten. Ich habe gar nicht mehr die Möglichkeit dazu, weil alles über mich bekannt ist. Außerdem ist der Satz, ich habe nichts zu verbergen, auch eben nicht nur eine Aussage für mich selber, sondern der beinhaltet auch gleichzeitig eine Aufforderung. Ne? Wenn du nichts zu verbergen hast, dann leg das doch auch offen. Also wenn du das nicht tust, dann scheinst du ja Böses im Schilde zu führen. Das heißt, jeder, der sagt, ich habe ja nichts zu verbergen, hat auch eine Auswirkung auf die anderen Menschen, die er sozusagen dann gleich bloßstellt und auffordert, dass sie auch sozusagen alles von sich strecken sollten und alles preisgeben. Und das kann nicht sein. Wir haben das Glück, dass wir ein Verfassungsgerichtsurteil von 1983 bekommen haben auf eine relativ harmlose Datensammlung, die geplant war mit der Volkszählung in den 80er Jahren. Damals war aber das Bewusstsein für 1984, also das den Roman von George Orwell halt recht präsent. Und damals ging es auch einfach um den bösen Staat, der über die Bürger sammelt. Und es ging um einen großen Großrechner, und also den Computer, den der Staat besaß, und nicht um die netten kleinen Devices, die wir jetzt haben und mit uns freiwillig herumtragen, die uns die ganze Zeit verpetzen. Und von daher, der Widerstand war recht groß und kam aus allen Bevölkerungsschichten und hat zu massenhafter Verweigerung der Abgabe von den entsprechenden Daten geführt. Die Leute haben sich geweigert, die Bögen auszufüllen. Angeblich sind auch Zähler überfallen worden und andere haben vielleicht auch freiwillig ihre Bögen irgendwo hinweggeschmissen. Und es hat also sehr viel zivilen Widerstand gegeben. Und das war tatsächlich eine große Sache, und dann ist eine Verfassungsbeschwerde geführt worden. Und das Urteil, was damals gesprochen wurde, das ist wirklich bahnbrechend gewesen, weil es in verständlicher Sprache, also nicht nur in Juristendeutsch, sondern in verständlicher Sprache erklärt hat, warum das eigentlich so wichtig ist. Es geht nicht darum, dass von einem einzelnen Menschen bekannt ist, dass die Wohnung 45 Quadratmeter groß ist, dass es dort einen Gasherd gibt und wie viel die Miete kostet und das Geburtsdatum und wie viele Kinder vorhanden sind und so weiter. Und dass das jetzt für diese einzelne Person die Bedrohung wäre, sondern es geht darum, um die Erfassung sozusagen aller Lebensbereiche und die Erfassung von Menschen in allen Situationen. Und dazu hat das Bundesverfassungsgericht
sehr klar gesagt, dass es eben nicht nur ein individueller Schaden ist, sondern dass es der Allgemeinheit schadet. Und das kommt so. Wenn wir wissen, dass die ganze Zeit wir beobachtet werden, das heißt, dass Daten gespeichert werden, dass unser Verhalten festgehalten wird, dass unsere Bewegungen aufgezeichnet werden, dann wissen wir auch, dass zum Beispiel die Teilnahme an einer politischen Veranstaltung möglicherweise aufgezeichnet wird. Dann wissen wir, dann können wir uns vorstellen, dass vielleicht in einigen Jahren diese Teilnahme an einer Bürgerinitiative, an der Vorbereitung einer Demonstration, vielleicht sogar an einer Bildungsveranstaltung wie hier in Hattingen, vielleicht ein Negativmerkmal sein könnte, was einen zukünftigen Arbeitgeber vielleicht davon abhalten könnte, einen einzustellen und Ähnliches. Wenn einem das bewusst ist, dann führt das möglicherweise dazu, dass man an solchen Veranstaltungen nicht mehr teilnimmt. Und das ist dann nicht mehr ein Schaden nur für einen selber, der man nicht zu so einer Veranstaltung, zu einer politischen Meinungsäußerung oder so hingeht, sondern das ist ein Schaden für die Allgemeinheit. Und zwar deshalb, weil unsere Demokratie lebt von Auseinandersetzung. Unsere Demokratie lebt davon, dass sie fortentwickelt wird, und zwar von den Menschen, die die Demokratie ausmachen. Denn wir sind der Souverän, also das Volk. Und wir gemeinsam gestalten die Demokratie. Wenn die Leute, die jetzt andere Ideen haben, vielleicht unbequeme Ideen, Menschen, die Kritik haben, wenn die sich nicht mehr trauen, sich zu äußern, dann unterbleibt sozusagen die Innovation in unserer Gesellschaft, weil die nicht mehr geäußert werden kann. Und das ist eben nicht mehr nur ein individueller Schaden, sondern das schadet der Demokratie insgesamt, wenn diese Ideen nicht mehr in den großen Pool der Ideen eingehen. Schaden nehmen aber auch die Menschen, denen es gar nicht bewusst ist und die überhaupt nicht darüber nachdenken, deren Handlungen halt die ganze Zeit aufgezeichnet werden, denn die werden zum Spielball. Deren Verhalten lässt sich ausrechnen und sie wissen, sie haben überhaupt keine Ahnung, an wie vielen Stellen sie sozusagen Dingen, die ihnen da angeboten werden, auf den Leim gehen und halten sie für Zufall, was ihnen da passiert und denken, ach wie nett. Und tatsächlich sind das Dinge, die genau auf sie abgestimmt wurden und nicht zu ihrem Besten nach ihren Bedürfnissen, sondern es geht darum, sie möglichst gut steuern zu können, sie manipulieren zu können und sie dazu zu bringen, bestimmte Dinge zu kaufen oder auch zu glauben. Effekte gehen dabei noch weiter. Es ist nicht nur der Besuch jetzt von einer politischen Veranstaltung, sondern wir können an dem Fall mit dem Guardian, wo tatsächlich filmreif dort die Festplatten zerstört werden müssen im Keller und von schwarzen Hubschraubern schwadroniert wird, da können wir sehen, dass dort ein ganz klares Programm der Einschüchterung läuft. Ich meine, die können doch nicht ernsthaft angenommen haben, dass das was helfen würde, diese Festplatten da jetzt zu zerstören. Auch die Festnahme von David Miranda, dem Partner von Glenn Greenwald. Ehemann. Das ist ein Ehemann. Dem Ehemann. Das ist völlig klar, dass der nicht wegen Terrorismus verdächtigt wird. Auf der Grundlage eines entsprechenden Gesetzes haben sie ihn dort festgehalten. 11 Stunden lang. Also 9 Stunden im Verhörraum und 2 Stunden noch mal extra irgendwo warten lassen. Das ist eine ganz klare Einschüchterungsaktion. Es ging nicht um Terrorismus, es ging darum, ein Warnsignal zu setzen, pass bloß auf, wenn du weiter unbequeme Sachen berichtest, wir werden dir richtig Ärger machen. Und das ist ein Warnsignal, was wir alle hören müssen. Und denn die Einschränkung der freien Presse und das in einem Land wie Großbritannien, das ist ein Warnsignal und das müssen wir hier hören. Und ich freue mich sehr, ich habe eben kurz vor dem Vortrag noch meine Mail gelesen und habe zum einen eine Nachricht von Glenn Greenwald bekommen, der uns für die Demo viel Glück wünscht und fragt, wie er helfen kann. Und zum zweiten habe ich eine Nachricht vom DJV, dem Deutschen Journalistenverband, der sich unserem Bündnis anschließt und der auch mit zur Demo aufruft. Das ist doch klasse.
zwei Punkte möchte ich noch ansprechen. Das eine ist, was relativ selten zur Sprache kommt, aber ein wichtiger Punkt ist, der mir nochmal sehr klar geworden ist, als ich mit Erich Schmidt-Ehenbohm auf einem Panel in Phoenix gesessen habe. Schmidt-Ehenbohm ist Geheimdienstexperte. Der hat diverse Bücher geschrieben und hat sich sehr viel mit dem BND beschäftigt. Und nach dem Panel haben wir uns nochmal so unterhalten und dann sagte ich, ist doch ein interessanter Nebeneffekt, so wie praktisch das ist mit der Wirtschaftsspionage für die Amerikaner. Und er grinste dann und sagte, tatsächlich, seiner Meinung nach, ist das die Hauptsache. Das heißt, der War on Terror, also dass wir gegen den Terrorismus bekämpfen müssen, kommt halt sehr bequem und kann man immer wieder schüren, die Angst. Aber dass Deutschland ein so intensiv überwachtes Land ist, also es gibt so eine Landkarte, wo man sehen kann, wie intensiv die Überwachung ist. Und Deutschland ist das Land in Europa, was am intensivsten eingefärbt ist. Das hat damit zu tun, dass wir interessante Handelsbeziehungen haben zu China, zu Russland, zu den arabischen Ländern, dass hier interessante Forschung geleistet wird. Das hat damit zu tun, dass Firmen hier mit schon ausgeklügelten Verfahrensmethoden arbeiten. Und das sind alles Dinge, die natürlich amerikanischen Firmen auch durchaus zu Pass kommen, die auch zu erfahren. Und dass dieser Punkt von Parteien, die sich so wirtschaftsfreundlich gebärden, ansonsten nicht mal weiter thematisiert wird, halte ich für ein schweres Versäumnis. Ich denke aber, dass Firmen in Deutschland mittlerweile doch langsam aufwachen und schon überlegen, auf welche, also wo sie ihre Daten ablegen. Und vor 2 Jahren habe ich eine Big Brother Award Laudatio zum Thema Cloud gehalten, einmal als Technologie, weil dort völlig unbemerkt die Dinge, die wir speichern, gar nicht mehr auf dem eigenen Rechner gespeichert werden oder auf einem Server, der im Haus steht, sondern die mal eben in der Wolke landen. Und wo die Wolke ist, ist schwer unklar. Und selbst wenn die alle Rechner, wenn das komplette Rechenzentrum sich in Deutschland befinden würde, wäre das alles egal, wenn der Anbieter eine US-amerikanische Firma ist. Denn dann darf die NSA auf diese Daten zugreifen. Und da gibt es ein Gesetz für, das heißt FISA, also oder FISA, Foreign Intelligence Surveillance Act. Und Kaspar Bauden, der ehemalige Datenschutzbeauftragte von Microsoft Europa, das ist der Erste, der darauf ausgiebig hingewiesen hat, der ist gefeuert worden, weil er zu deutliche Worte zu dieser Sache gesagt hat. Und der hat darauf hingewiesen, dass jede US-amerikanische Firma, egal wo die Rechner stehen und dass direkt die Cloud auch angesprochen wird in diesem Gesetz, dass die amerikanischen Dienste tatsächlich darauf Zugriff haben. Und das sollte jede Firma wissen. Und dann sollte sie nochmal nachdenken, wo sie ihre Daten lagern und nochmal überlegen, ob die Kostenersparnis da wirklich zu rechtfertigen ist. Zwei Punkte noch. Der War on Terror, also der Krieg gegen Terror, das ist seit 9/11 das, was uns die ganze Zeit erzählt wird, worum es geht. Und das, was den Krieg gegen den Terrorismus auszeichnet, ist, dass der Feind nie zu sehen ist. Der Feind ist auch nicht irgendwann mal besiegt. Sondern der Feind ist auch nicht zu erkennen, der kann ganz unauffällig sein, das sind dann irgendwelche Leute, also das Konzept des Schläfers, das sind Leute, die ganz brave Bürger sind, die ihre GEZ-Gebühren bezahlen, die nie schwarz fahren, die ordentlich arbeiten und studieren und überhaupt nicht auffallen und dann bums machen die plötzlich so einen Terroranschlag. Das ist das Konzept. Und das rechtfertigt natürlich, dass alle überwacht werden müssen und ganz besonders die Leute, die sich halt angepasst verhalten und so als ordentliche Staatsbürger erscheinen, die sind besonders verdächtig, denn die wollen ja offensichtlich nicht auffallen. Und der Krieg gegen den Terrorismus bedeutet eigentlich den ständigen Ausnahmezustand. Wir sind die ganze Zeit im Kriegszustand. Bürgerrechte werden deshalb eingeschränkt. Und der ist aber nie zu Ende. Das ist nie eine Sache, wo man sagt, vorübergehend schränken wir das jetzt mal ein, bis wir das geregelt haben, sondern der War on Terror ist ein permanenter Ausnahmezustand. Und den müssen wir beenden.
Padlun hat es eben schon kurz angesprochen. Politiker schwadronieren von Freiheit und Sicherheit, die in eine Balance gebracht werden müssten. Oder gar von dem super Grundrecht Sicherheit. Das ist völliger Unsinn. Sicherheit ist kein Verfassungsziel. Und Freiheit und Sicherheit sind auch nicht auf der gleichen Ebene. Die kann man nicht vergleichen. Das ist eine Kategorienverwechslung. Christoph Möllers, ein Juraprofessor aus Berlin, hat ein sehr interessantes Büchlein geschrieben, das heißt Demokratie, Zumutungen und Versprechen. Kann ich sehr empfehlen, sind 50 kurze Thesen drin. Und in einer davon ist erklärt, warum man Freiheit und Sicherheit nicht vergleichen kann. Und er hat es sehr schön erklärt, ich weiß nicht, ob ich es genauso gut hinbekomme, aber er sagt, wenn wir uns entscheiden, Freiheit einzuschränken, das können wir tun, dann tun wir das nicht um der Sicherheit willen, sondern wir tun es um anderer Freiheiten willen. Also, wir können uns entscheiden, die Rechte vom freien Unternehmertum einzuschränken, um Arbeitnehmerrechte damit zu ermöglichen und da einen Ausgleich zu finden. Aber für die Sicherheit sollten wir keine Freiheit aufgeben. Denn eine freie Gesellschaft setzt immer ein gewisses Maß an Risiko voraus, also ein gewisses Maß an Unsicherheit. Eine freie Gesellschaft ist ohne ein gewisses Risiko nicht denkbar. Also wenn wir freie Entscheidung haben, wenn wir eine große Möglichkeit haben, uns für verschiedene Dinge zu entscheiden, dann gehen wir damit Risiken ein. Aber das Leben beinhaltet Risiko. Also niemand kann uns 100% beschützen. Das sollte uns auch klar sein. Das ist etwas, was uns vorgemacht wird, dass damit dann alles sicher sei. Also wir sollten uns nicht erzählen lassen, dass um der Sicherheit willen wir Freiheit aufgeben sollten. Denn wir wollen auch nicht vorsorglich überwacht werden, um angeblich sicher zu sein, um keine Angst haben zu müssen, sondern genau das ist die Strategie, uns Angst zu machen, damit wir unsere Freiheitsrechte aufgeben. Und genau deshalb mag ich auch das Motto unserer Demonstration, was wir schon seit sehr langer Zeit haben. Das ist, Padlun hat das gefunden sozusagen in einem Artikel der Frankfurter Rundschau, wo gesagt wurde, die Zukunft... Ich kann es auch nicht mehr so herleiten. Ich habe den Artikel auch nie wiedergefunden. Also es stand so nicht drin, sondern das war meine Konklusion, also Zusammenfassung aus dem Artikel. Ich habe den leider nie wiedergefunden. Ich habe schon ein paar Mal danach gesucht. Und die Konklusion war dann eben dieses Freiheit statt Angst, weil wir brauchten gerade einen Slogan. Die Freiheit gehört, Zukunft gehört den freien Menschen und nicht den Ängstlichen. Ja, so, genau. Und deswegen sagen wir Freiheit statt Angst. Wir wollen uns keine Angst machen lassen, dass ihr müsst uns nicht beschützen, wir kommen schon selber klar. Es gibt, um Terrorismus zu bekämpfen, müssen wir ganz andere Maßnahmen angreifen. Es gibt von der Oxford Research Group eine Bestandsaufnahme der Probleme weltweit und welche Bedeutung welches Problem hat. Und Terrorismus rangiert dort unter ferner Liefen. Also was Bedeutung hat, ist Klimawandel. Und wenn dadurch zum Beispiel an bestimmten Stellen nicht mehr dieselben Pflanzen gedeihen und deswegen es kein Essen mehr gibt, das gibt große Wanderungsbewegungen. Dann das Problem, dass der zunehmenden Bewaffnung, also es gibt immer mehr Waffen, die irgendwo unterwegs sind und die natürlich auch genutzt werden können. Die Wasserversorgung der Zukunft, das sind richtig, richtig große globale Probleme. Der Terrorismus ist kein Problem dieser Größenordnung. Es ist ein Problem, was groß gemacht wird, um uns dazu zu bringen, dass wir Einschränkungen unserer Freiheit hinnehmen. Das sollten wir nicht tun. Freiheit statt Angst. Wir haben diesen Vortrag zwar zusammen konzipiert, aber dann jeder sein Kapitelchen quasi geschrieben. Und du hast hier noch ganz viel aufgeschrieben, was ich noch gar nicht angeguckt hatte, aber das habe ich alles schon erzählt. Deshalb brauchen wir gar nicht mehr viel länger was zu machen.
Vielleicht noch ein paar Tipps. Nämlich, was kann ich tun? Das ist ja, also ich habe eins schon gesagt, wenn wir nicht groß auf die Straße gehen und Forderungen durchsetzen, Snowden herzuholen, ne, da kann man tatsächlich was tun. Das nimmt die Chance. Es ist einfach so beruhigend, wenn man hinterher zu Hause wieder sitzt und sich um sein tägliches Klein-Klein kümmert. Ja? Was ich nicht kleinrede, sondern das ist auch ganz wichtig zu machen, aber es ist einfach viel besser, wenn man wenigstens einmal richtig gesagt hat, Leute, so geht's nicht. Weil wenn man in vielen Massen auf der Straße war, das ist wirklich ein ganz wichtiges Symbol. Ich weiß, im Bundestag, die gucken darauf, die zählen nach. Ja? Wenn über 100.000 Leute kommen, dann fangen die an, richtig zu arbeiten. Wenn es 200.000 Leute wären, die kriegen wir in Berlin auch noch unter. Wenn es 500.000 Leute wären, ja, dann kriegt man zwar das Bühnenprogramm nicht mehr mit, aber dann sind die Straßen geflutet. Ja? Und das kommt an, das ändert auch wirklich etwas in der Politik. Also ich kenne es ganz häufig, Leute sagen, ja, so eine Latschdemo. Nein, es ist wirklich, es muss ein Zeichen gesetzt werden und da kann man etwas tun. Zweitens, es gibt zu diesem Themenkreis, es gibt auch viele andere Probleme auf der Welt. Ich möchte Ihnen noch etwas sagen. In Amerika wissen die Leute, unser Staat regelt nicht alles. Spätestens zu Weihnachten sitzen die Menschen da, gucken sich an, mein Einkommen, so viel Geld habe ich noch übrig. Und dann überlegen die sich, welche Organisation die Arbeit machen, die wichtig ist, unterstütze ich jetzt mit dem Geld. Ja? In den USA funktioniert das einigermaßen gut. Viele Organisationen, die sich auch mit unseren Themen beschäftigen, können sich wirklich leisten, Leute anzustellen, damit zu arbeiten. Dann geben halt 20 Euro an Amnesty oder in den USA sind es dann eher 500 Euro an Amnesty und dann Tausender an die. Es können auch andere Beträge sein, 20 Euro hier, 10 da. Oder ich überlege mir regelmäßig einen Dauerauftrag einzurichten, weil die Organisationen arbeiten nicht nur Weihnachten, die arbeiten das ganze Jahr. Ja? Also uns ist zum Beispiel wirklich am liebsten, jemand zahlt jeden Monat einen kleinen Betrag. Das Spannende übrigens auch dabei ist, jeden Monat einen kleinen Betrag, jede Zahlung, jeder Mensch, der uns Geld zukommen lässt oder anderen Organisationen, sei es Amnesty oder ein ganz anderes Thema oder Leute, die sich um Wasser kümmern, die geben uns ein Mandat. Wenn jetzt ich jetzt reich wäre und zufällig meine Eltern sind so reich und ich kümmere mich halt, weil ich nichts anderes zu tun habe. Die Sauna war gut, wir sehen das, aber war kurz hier. Das zeigt, der Vortrag war zu lang. Wenn wir jetzt einfach reich wären von Haus aus und würden die Arbeit machen, sie wäre viel weniger wert. Nicht, weil unsere Arbeit an sich weniger wert ist, sondern weil, naja, wenn man Geld hat und dann was macht, dann ja, kann jemand anders auch. Also viel Geld nehmen und damit irgendwas machen, das ist jetzt keine Kunst, das Geld zusammenzukriegen. Immer viele Leute zu finden, die sagen, ja, ich finde das gut, was ihr macht. Das überzeugt. Ne? Genauso wie eine Wählerstimme auch was wert ist. Also nicht im Sinne von Geld, sondern eine Wählerstimme, da haben sich Leute Gedanken gemacht. Ja, dafür muss man auch kämpfen. Also das ist das Kampf im Wahlkampf. Es geht eigentlich nicht darum, dass sie sich gegenseitig auf die Nase hauen, sondern es ist Wahlkampf. Ja? Und hast du die Flyer? Ich habe die Flyer nicht. Würdest du sie vielleicht gerade holen, weil ich gerade rede, obwohl die wären alle glücklich, wenn ich aufhören würde zu reden. Vielleicht, wenn ich wieder. Ja, okay, ich mach schnell. Okay, also... Ich erzähle das nicht nur euch, sondern auch dem Stream und wir werden es auch irgendwo aufs Internet stellen, damit die NSA sich es auch angucken kann. Die haben ja auch Übersetzungsprogramme, aber auch für die Leute an den Heimfernsehern. Es ist ganz wichtig, selber zu wissen, wann engagiere ich mich, wann gehe ich irgendwo hin, zahle Reisekosten, gehe auf eine Demo. Das ist nicht immer sinnvoll. Also gerade in letzter Zeit wurde dauernd von irgendwelchen Leuten zu irgendwelchen Demos aufgerufen, die alle ganz winzig waren. Man muss schon gucken, wo bündeln wir die Kräfte? Ja? Also wir prügeln uns im Bündnis, also von dem Demo-Bündnis auch, weil da Leute sind mit unterschiedlichsten Meinungen und Ansichten, wo wir einfach sagen, hey, hier arbeiten wir jetzt an einem Thema zusammen. Darum geht es. Da können wir auch zusammenarbeiten. Eins meiner Lieblingsbilder von einer unserer Demos ist, wo die FDP neben MSB Spartakus gemeinsam durch die Straßen marschieren. Und beide waren zufrieden und keiner hat sich aufs Maul geklopft. Das muss es sein. Das überzeugt. Das bringt wirklich was. Also, und das mit dem Geld ist ganz wichtig. Überlegt es, wenn ihr selber keins habt, sucht euch jemanden von Verwandten, Bekannten, Freunden, gebt ihnen Prospekte. Das muss nicht unser sein. Natürlich, ich werbe natürlich auch für unsere Organisation Digital Courage, aber das meine ich ganz, ich meine das auch ganz ernst. Unterstützt auch andere. Wir haben nicht immer recht. Es könnte auch mal sein, dass eine andere Organisation, die im gleichen Thema arbeitet, eine bessere Arbeit im bestimmten Thema macht oder auch einfach tolle Leute hat. Ja, also es geht nicht nur um uns dabei, es geht im Allgemeinen dabei und es geht auch um Themen, die mich jetzt vielleicht nicht so doll interessieren oder zumindest vordergründig nicht so doll interessieren. Noch etwas.
Rena war gerade so freundlich und wir haben zu Prism dann einen kleinen Flyer gemacht. Was kann man tun? Wie kann ich zum Beispiel meinen Rechner ein bisschen besser absichern? Weil es gibt einfach nichts dazu. Ne? Es gibt dicke Bücher, da steht dann ewig was drin. Wir haben dann gesagt, Mut zur Lücke, Mut zum Fehler. Wir haben einfach kleine Flyer gemacht, in denen so das Allerwichtigste drin steht. Da werden wir auch manchmal für ein Programm werden wir direkt kritisiert, weil da ist ja auch die Werbeindustrie hinter. Das ist uns egal im Moment. Weil erstmal geht es darum, was kann man tun? Da hat man einen kleinen Einstieg, kann in Suchmaschinen gucken und sich bei sich was installieren und sich zumindest, und sagen wir mal so, den Geheimdiensten ist nicht ganz so einfach zu machen. Immerhin, das klappt. Sonstigen Tipps lassen wir weg. Es wird wieder Mediensommer geben. Das Datenschutzseminar freut sich immer, wenn Leute dazukommen. Nur meldet euch schnell an. Die Datenschutzseminare sind immer sehr schnell ausgebucht. Eine Sache noch. Hinweis auf den Film, dann Verabschiedung. Ja? Ich zeige jetzt ja noch gleich Wack the Dog. In dem Film, ich erzähle mal, habe ja schon gesagt, da geht es um den Präsidenten und Affäre. Es kommt da drin in dem Film auch vor, die suchen sich, damit sie so emotional im eigenen Land dann auch das Thema so bearbeiten können und damit es die Bevölkerung mitträgt und die Medien drüber schreiben, einen Sänger, den sie dann beauftragen, ein Lied zu machen und mitträgt, das ist so ein kleiner Country-Song. Ja? Und für mich war, also bevor ich das mit Syrien so richtig verarbeitet hatte in meinem Kopf, dass das ja in dieses Schema reinpasst, man nennt es Spin zu setzen, einen anderen Spin zu setzen, fiel mir nämlich meiner Verlobten Lena auf, dass sie auf ihrem Handy, wenn sie nach Prism sucht in Twitter, plötzlich nicht mehr den NSA-Skandal angezeigt bekommt, sondern eine amerikanische Sängerin mit 40 Millionen Followern. Also Lady Gaga hat nur 23 Millionen Follower. Diese Frau, die von der ich nie vorher gehört habe, 40 Millionen Follower, die macht so romantische Liebesliedchen. Ja. Die hat sich zwei Wochen nach dem Bekanntwerden des NSA-Skandals und Prism entschieden, schon mal über ihr Album, das im Oktober erscheint, Prism, das Prism heißt, also Diamant, darüber zu berichten. Und so nach und nach veröffentlicht die immer mal einen kleinen Hinweis und Lieder. Und in den USA wird das Thema dauernd getwittert. Prism ist dort mittlerweile positiv belegt, ja, weil das eben mit einem schönen romantischen Lied dieser Sängerin belegt ist. So macht man Meinung. Und genau das wird auch in diesem Film von 1979 gezeigt. Ich lade euch herzlich ein, wenn man kleine Pause, ich werde dann so sagen, so 10 Minuten. Ich gucke ihn mir im Zweifelsfall hier auch allein nochmal an. Aber wer mit mir gucken will, seid herzlich eingeladen. Das Ding ist ein Hammer. Es ist wirklich ein Hammer. Eine Bitte noch. Wir haben jetzt sehr viel Überwachung und Ähnliches erzählt. Es gibt Menschen, die sowieso eine leichte Paranoia haben. Ja? Achtet darauf, dass ihr nicht paranoid werdet. Wenn ihr merkt, dass das Thema dauert in eurem Kopfkreis, dass ihr irgendwann anfangt, oh, werde ich auch überwacht. Wenn ihr anfangt zu überlegen, hat mir jemand heimlich einen Chip eingepflanzt? Nein, hat es nicht. Wenn ihr solche Gedanken habt, geht zum Arzt, geht zu einer Therapeutin. Wirklich, ganz ernsthaft, kein Mensch in diesem Land hat heimlich einen Chip eingepflanzt bekommen. Wirklich nicht, ganz ehrlich nicht. Ja? Und bitte, wenn ihr solche Ideen habt, schreibt uns nicht. Diese Mails machen uns fertig und dann werden wir hinterher immer beleidigt, weil wir die Leute zum Arzt schicken. Ja? Wirklich, das ist nicht das Thema. Es geht um aufrechtes und vernünftiges Handeln und nicht darum, seine Depressionen oder Schizophrenie, die dahinter steckt, dann in die Öffentlichkeit zu tragen und alle damit zu belabern. Ich sage das extra so in den ganzen Raum hinein, weil ich will niemals einzelne Leute damit ansprechen, weil das ist etwas, was Leute selber behandeln müssen. Und eins noch an die Leute, die diese Neigung tragen, Schizophrenie oder ähnlich zu haben. Man neigt dazu zu sagen, das ist so, mir muss jemand helfen. Nein, ihr müsst euch selber helfen. Ihr müsst selber zum Arzt gehen, ihr müsst es selber erkennen und ich weiß, weil ich selber an Depressionen zumindest gelitten habe, ich weiß, dass es sehr, sehr schwer ist, sich daraus zu befreien, aber ich weiß, dass es immer noch etwas gibt, was einen selber kontrolliert, wo man selber noch entscheiden kann, werde ich jetzt wirklich wahnsinnig oder lasse ich mir helfen? Und das kann ich nur so, möchte ich einfach nach so einem Vortrag einfach einmal gesagt haben, sowohl hier in den Raum, aber auch vor allen Dingen ins Netz hinein, hier sehe ich jetzt keinen, wo ich sagen würde, ja, der hat da besondere Neigung zu, aber ich habe es fürs Netz gesagt. Ja, ja, ich sehe das schon. Also bei uns ist es so, ein Bonbon. Nein, okay. Okay, Leute, holt ein Getränk von Bodo und dann treffen wir uns hier wieder mit allen, die Lust haben. Um 10 Uhr geht's los. Der Film ist klasse. Mhm.